Hey, oh Leute, weiter geht's mit Minecraft Explorer. Ja, wir werden Pistons bauen. Das Dach wollte ich ungefähr machen noch gerne, damit wir. Das können wir auch dann jederzeit mal wegreißen. Aber ich will dann ungefähr wissen, wie es von der Atmosphäre, von der Dunkelheit und das alles ist. Dafür werden wir mal hier nur provisorisch, also nicht, dass ihr da irgendwie denkt, das wird dann zum Ende so aussehen. Nein, nein, nein. Ganz und gar nicht. Das ist jetzt bloß, um absolut abzudunkeln. Hat aber was, wa? So, da wird es wahrscheinlich auch so sein, dass hier noch eine Etage raufkommt. Und die ganz anders sein wird als hier diese untere Etage. Und deswegen auch diese Art Geheimgang, in Anführungszeichen, mit den Pistons, die wir dann machen werden. Weil, ja, wie erwähnt, ich da was vorhabe. Und hoffe, dass das alles klappt mit dem kleinen Trick, den wir dann machen werden. So. Das noch. Jetzt müsste es da drinnen hoffentlich die Atmosphäre geben, die ich erhofft habe. Genau. Sehr schön. Das habe ich mir auch gedacht. Man kann es, ja, man kann es erkennen, dass da Fackeln sind. Ich glaube, wenn man die nur oben hätte, könnte man es nicht erkennen. Jetzt haben wir leider nur Glas, aber wir können es ja gerne hier ausprobieren. Ja, super. Ich kann natürlich nicht die Fackeln erreichen. Aber trotzdem, sonst wäre es vielleicht auch zu dunkel, ehrlich gesagt. Könnte man. Ah, nee. Aber so wäre es ungefähr von der Helligkeit immer so. Ja, so gemütlich, bescheulich. Gemütliche Atmosphäre, so ein bisschen, so ein leichter Kamineffekt. Jetzt auch für dunkle Jahreszeit auch ein bisschen, ja, dementsprechend gefärbt. Ein bisschen, ja, wärmer, wie so ein Kamin. So, also die zimmerliche Wärme, die man ja hat. Wir nehmen mal 24 mit. Sehr gerne. Und gucken mal vorbei, was die Melonen so machen. Haben wir ja letztes Mal Folge mal kurz vorbeigeschaut. Und da sind ja ein paar gewachsen. Und ich bin überrascht echt, dass nur hier an der Stelle eins wächst. Und sonst gar keine Melone. Also es kann echt sein, man muss für Melonen auch die Felder pflügen. Und darum werden wir uns jetzt mal kümmern. Also ich werde es mal einfach so machen. Eine Seite werde ich pflügen, die andere werde ich hier komplett leer lassen. Und je nachdem wird es dann halt so sein, dass die Pflanzen sich entwickeln oder nicht. So war immer mal gespannt drauf. Würde ich auch sagen. Ob es jetzt auf gepflügten Sachen wächst oder nicht. Mal schauen. So, Pistons, genau. Die kommen ja auch noch. Aber erstmal schnell das Glas hier noch machen. Nicht umsonst habe ich es geholt. Zack, zack, zack. Und nochmal ein bisschen dunkler geworden hier drin. Ich hoffe, das ist nicht zu dunkel. Wenn nicht, müssen wir hier noch machen. Aber ich wollte eigentlich alles nur als Hintergrundbeleuchtung machen. Keine offene Beleuchtung. Muss man selber schauen. Bei mir ist selber der Monitor auch relativ dunkel eingestellt. Dunkelste Helligkeit. Boah, oh Gott, da werde ich hier gebräunt, wenn ich ganz hell mache bei mir. Gut. Pistons. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Redstone, wir brauchen Holz und Stein. Eisen haben wir hier. Stein haben wir auch da. Holz haben wir auch dabei. Redstone habe ich da in einer anderen Truhe gehabt und hier haben wir auch nochmal Redstone. Also ein bisschen was haben wir schon dabei. Redstone-Werkzeug, sonst hier haben sogar nochmal zwei Pistons. Sehr schön. Und zwar geht es darum, ja, mit einer Fackel vielleicht mehrere Pistons anzusprechen und da muss ich mal schauen, wie man das am besten arrangiert. Viele von euch wissen es bestimmt, wie man das macht. Ich muss jetzt aber drei Folgen im Stück machen, Jungs. Und dementsprechend. Ach nee, war anders. War leicht anders, ich glaub's. Ja, super. Komm mal her. So. So und. Dann noch das Holz hier oben drauf, oder? Nein, war es nicht. Ach, so war es gewesen. Stimmt. Brauchte nur ein Eisen. So, und dafür hier und hier.
tauschen. Genau, wusste ich's doch. Gut. Mit einer Redstone-Fackel. Nämlich, wenn ich jetzt versuche, welche übereinander zu legen. Das machen wir jetzt mal so. Drei Pistons übereinander. Eins. Ja, ich weiß, das wird wieder toll. So. Zwei. Drei. Boah. Spitzhacke. So. 3. Ja. Jetzt haben wir die drei Dinge. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten arrangiere. Dass ich nur mit der einen Leitung sozusagen ja, viele aktiviere wie möglich. Ich kann hier nichts ranmachen. Gut, damit wissen wir das auch. Wenn ich ein dahin baue und da, dann werden die zwei aktiviert. Ist ja mal interessant. Aha. Jetzt machen wir nochmal weg. Gut, jetzt bauen wir den mal ab. Und bauen mal hier neben. So. Gut, es bleibt nur in dem Bereich. Oder auch nur zwei hoch. Ist aber nicht so schlimm, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Ich habe es mir schlimmer erahnt. Gut. Ich mache mir nur noch mehr Sticky Pistons. Noch mehr Sticky Pistons. Noch mehr Pistons. Ich nehme noch den Redstone mit. Habe ich hier noch. Ne, Holz habe ich hier nichts weiter drin. Muss ich damit leben, was ich hier habe. So. Und zwar. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen anders angehen. Machen wir 7. Ja, das ist schon eine ziemlich hohe Zahl. Können wir gleich die Wand da hinten rausreißen. So. Da haben wir auch 7. Da haben wir auch 7. Gut. Und so, mehr als 7 dürfte das nicht sein. Genau. Komm, sammel auf. Sehr schön. Jetzt wird schon wieder Sonne hier untergehen hier. Das geht gar nicht. Okay. Warte mal weg. Und dann müssten wir rein theoretisch dann hier rausreißen. Komm, wir nehmen das Bett mit. Wir brauchen. Weiß eh nicht, ob wir noch groß da hin und her latschen müssen. Wenn nicht, ist das wesentlich einfacher, da mal von hier aus hinzugehen, als die ganze Zeit immer dieses Hin- und Her-Gekackse. Lass es mitnehmen. Zack. Haben wir mit dabei. Und hier drinnen können wir ja trotzdem übernachten. Ist ja hell genug. Das wird jetzt auch interessant hier drin aussehen, wenn es dunkel wird. Das war jetzt gerade ein bisschen merkwürdig vom Sound her. Okay. Ha. Okay. Gehen wir schlafen. Gut so. Und jetzt heißt es Wand aufreißen. So. Vielleicht reicht es sogar aus, einfach nur die unteren beiden Schichten. Aha. So, und zwar werde ich jetzt mal kurz das hier vormachen. So. Okay, das haben wir wieder weg. Hinten muss dann eh elektrische Leitung kommen. Wenn wir mit einem kleinen Raumtrick arbeiten. Schauen wir mal, ob das klappt. Gut, die werden nochmal abgebaut. Ach so, wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder und wir bauen die hier ab. Die Pistons. Die gehören zu uns, wie jeder andere auch. Und dann werden wir hier mal schön die Pistons hier reinpacken. Das sieht leider nicht ganz aus wie Holz. Das ist ein bisschen störend. Aber na gut. Ach nee, Quatsch. Ich muss ja die Pisten zu 1 weiter nach hinten machen. Sonst mache ich da wirklich auch noch bei den anderen die Pisten hin, damit es wenigstens optisch gleich aussieht.
dass ich hier oben noch welche mache. Und zwar haben wir jetzt den Vorteil, jetzt machen wir das so, dass wir Eier werfen. Wow. Treffer! Gut. Redstone Fackeln. So, als erstes brauchen wir ein paar Stickies. Klar. So. Wie brauchen wir denn noch? Vier müssten eigentlich ausreichen. Und hier ist unser Redstone. Gut. So, genau, wir haben hier fünf. Der müsste nur den unteren jetzt gemacht haben, wenn ich weiß. Wenn ich es richtig mitbekommen habe vorhin. Genau, nur den unteren. Gut. Ey, lass mich raus. So. Dann müssen wir weg mit dir. Hier ein bisschen Erde hinhauen. Und hier dann Fackeln hin. Und dann schauen wir mal nach, wie es von innen aussieht. Gut, die Wand ist da. Sehr schön. Komplett da. Jetzt muss ich mal schauen, wie es mit den Leitungen am besten machen. Ich will mich hier drinnen dann einen Schalter bauen, ist logisch. Und ich hoffe, dass alle angesprochen werden können. Die sich nicht gegenseitig irgendwie dumm machen. So. Drinnen benötigen wir natürlich einen Knopf. Oder einen Schalter eher gesagt. Die Frage ist auch, wo wir den Schalter hinpacken. Wo es nicht zu offensichtlich wird. Knopf ist vielleicht blöd, aber ein Schalter, wie gesagt. Da habe ich mir eigentlich vorgestellt, können wir am besten hier irgendwas reinzimmern, sodass es nicht ganz auffällig ist. Ein bisschen was Verstecktes. Wäre schon cool. Glas irgendwie. Ich will auch nicht direkt hier oben machen. Wäre noch so schwachsinniger. Trittplatte wäre auch blöd. Komm, überlegen mal kurz. Könnte es auch nicht zu sehr. Wir müssen das dann wieder rausholen und muss bedenken, dass wegen dem Sound, der darf die elektrische Leitung von dem Sound nicht gestört werden. Wo haben wir das am besten hin? So eine gute Frage. Hier oben. Der Schalter. meine Frage, würde es eigentlich gehen? Ich habe doch noch einen Schalter da drüben. Ey, renne. Ich bin schon wieder ausgehungert. Immer dieses verdorrte Zombie-Fleisch hier. Schrecklich. So schnell alle. So. Da haben wir den. Gut, jetzt würde es mich mal interessieren. Und zwar machen wir Erde rauf. Vielleicht auch raufkommen. Probieren wir einfach mal aus. Auch super. Macht gleichzeitig die Tür auf, aber macht aktiviert auch das hier oben. Und das wollte ich. Gucken. Dann weg mit dir, Schalter. Und einen nicht so offensichtlichen Platz. Dammit! Der ist zu offensichtlich. Ich muss den auch betätigen können. Wenn das Glas kaputt ist, kann man ihn nicht schlecht betätigen. Vielleicht klappt es trotzdem. Ey! Will diese Fackel kaputt machen? So. Und muss eh, glaube ich, dann auf ausgeschaltet werden. Okay, die Elektrik zerstört es erstmal nicht. Gut. Dann müsste jetzt hier hinter. Genau, aktiv sein. Dann gucken wir mal, wie weit der Stromkreis führt. Müsste ja nicht allzu weit gehen.
So. Euch ist es relativ egal, oder? Wo ihr seid. Ach, der Invertierungsspaß, der ist mal so freudig. Gut. Wo haben wir sie? Da haben wir sie wieder. Hier machen wir nicht Spaß daraus. Aber den werdet ihr nächste Woche, nächstes Mal sehen. Ja, oder so. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao.